Moin moin und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal zu einer weiteren Folge im Bausimulator. Und zwar werden wir heute nach 6 Folgen unser Hotel fertigstellen. Es ist der letzte Bauabschnitt, das Dachgeschoss zu setzen. Und dann haben wir das Ganze schon geschafft. War eine lange Reise, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wie gesagt. So, dann parken wir erstmal alles zur Seite, um das die Gerätschaften hier ein bisschen Platz schaffen. So. Damit wir hier noch das weitermachen können. So, dich packe ich jetzt auch mal zusammen wieder. Besser ist. Ja. Nicht? Okay. So. Jetzt ja, ich packe jetzt auch mal. Bisschen weiter weg. So, in den Kran einsteigen. Was benötigen wir? Wir benötigen die Betonschalungen. Na, das sind hier die roten Freunde der Nacht. So. So hastig. Falsche Richtung, falsche Richtung. So. Einmal drehen. Nummer uno. Tiefflug, Tiefflug. Oh. Ei, ei, ei. So. Ja, einmal rausdrehen, ja. So, rein damit. Achtzig Prozent haben wir geschafft schon für unser Hotel. Ja, vielleicht kriegen wir es ja auch schon noch mit dieser Folge tatsächlich fertig. Schauen wir mal. Ich tippe eher, das wird wohl noch eine Folge werden. Mal gucken.
So, rein erstmal wieder schön lenken. Da. So, die letzte Schalung, die wir noch hier brauchen. So, nice. Oh. So, nochmal ein Aufzugschacht. Ey, in dem Hotel müsste ich eine VIP-Suite kriegen, ja? Ich als Abon. So. Mal drehen, den ganzen Spaß. Ganz schön gefährlich. Schwank. So. Ja, okay. Dann kann es auch jetzt losgehen. Am frühen Morgenstund. Ja, die letzten Schritte auf der Baustelle. So ist es. So, da haben wir hinten noch hier die zwei Flügel. So. Einmal in die Richtung. So. Ne? Schwank. Mal gucken. Ja, sehr eigenwillig, ja. Wow. Funktioniert. So, sachte, sachte. Sag mal, Gott sei Dank hat das Spiel echt humane Kollisionsabfrage. Also nichts, das kaputt geht. Wenn man sich das vorstellen würde, dass noch ja, Schaden entstehen könnte. Wenn er mit dem ja mit dem Betonpfeiler oder besser gesagt mit dem Objekt jetzt hier irgendwo dagegen knallst, ja.
Der halbe Bude, der wegreißt. So. Perfekt. Super. So. Jetzt brauchen wir Holz und Paletten Dachziegeln. Okay. Also praktisch das, was noch hier hinten rumkullert. Das muss man jetzt sozusagen alles hier raufbringen. Ja. Koordinierungsschwierigkeiten. So, einmal 6 Stück. Ja, ich bin dann auf jeden Fall mal gespannt, was dann unsere nächste Reise werden wird hier im Bausimulator. Ja. Das ist ja hier schon echt ein gewaltiges Projekt gewesen. Aber 6 Folgen müssten es gewesen sein, ja. Aber es macht einem unheimlichen Spaß. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe das auch schon zu anderen gesagt, die mich da mal gefragt haben, ob ich den Vorgänger kenne. Ich konnte nur beneiden. Also ich, wie gesagt, ich habe erst das Spiel hier drüber kennengelernt. Wusste gar nicht, dass es sogar einen Vorgänger gab. Ja. Aber ich finde das echt, echt nice. Hin und wieder wird das auf jeden Fall auch bei mir in den Streams kommen. Meistens im Multiplayer. Einmal haben wir es bis jetzt schon geschafft, dass wir zueinander gefunden haben. Ein weiterer Spieltag ist in Planung, aber wie es halt nun mal so ist, man muss halt auch alle gemeinsam Zeit finden. Sind ja alle irgendwo Familienväter. Und ja, es ist nicht so einfach, das Ganze so zu managen, wenn man das gerne möchte. Und berufstätig sind wir ja obendrein noch da. Genau. Das ist nicht zu vergessen. Aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall wieder eine weitere Folge geben. Vielleicht sogar noch mit jemandem noch dazu. Also wie gesagt, das mal 3-4 Leute. Sind insgesamt, also maximal können wir nur zu viert spielen. Ich weiß nicht, vielleicht wird sowas auch mal geändert. Man weiß es nicht. Wünschen würde ich es mir, wenn man sagen würde, gut, den Online-Modus vielleicht auf 8 oder 6 bis 8 Leute erhöhen. Das wäre schon echt nice. Das sind, wenn du schon eine richtig schöne starke Baugruppe bist. So. Ich finde ja auch den Aspekt toll, dass man als Firmeninhaber ja seine Mitarbeiter dann auch entlohnen kann, dementsprechend, ja. Ich muss sagen, also bei mir gab es nur faire Bezahlung. Wir haben das Ganze zur Hälfte uns geteilt. Ja, den Gewinn. Ansonsten laufen ja sowieso auf meinem Kanal, ich sag jetzt mal zu 90% wirklich nur Simulationsspiele, sei es jetzt ETS und ATS oder halt Aufbausimulationen wie Anno. Das ist eigentlich, was so 90% auf meinem Kanal zu finden ist.
sicherlich hin und wieder kommt natürlich auch mal ein schönes Storygame, wenn es mich packt, ja. Oder mir gefällt, dann mache ich das auch. Wie zum Beispiel, hier sieht auf dem YouTube-Channel den Mitschnitt von Stray. Aber es ist halt nur eine Seltenheit. Also es kommt hin und wieder im Jahr vor. Also ich habe auch noch ein, zwei Story Games in Planung tatsächlich. Aber dafür braucht man halt viel Zeit und die sind auf jeden Fall für das kommende Jahr auf jeden Fall geplant. Dieses Jahr nicht mehr, aber das kommende Jahr auf jeden Fall. So. Einmal hier. So, eins, so, zwei müssten es noch sein, ja, genau. Ja. Perfekt. So. Okay. Schwank. So. Letzten Ziegel. Dann können wir die Holzbalken noch aufladen. Warum war zu flott? Ja. Jetzt müssen wir noch die restlichen Holzgeschichten hier hochbringen. Sachte.
Auf jeden Fall werde ich mir diesen Gran, ja, den werde ich mir auf jeden Fall nach dieser Geschichte hier auf jeden Fall zulegen. Der ist eigentlich doch eine gute Option. Nicht wie in der ersten Folge noch den Autokran da probiert haben. Weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ja. Und nieder. So, einmal hier. Paket Holz. Aber vielleicht, wie gesagt, mache ich auch mal hier ein Singleplay on stream. Ja, außer auszuschließen ist das Ganze nicht. Ja. Kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen, dass ich das auch mal on-stream noch so mache, also ohne dass ich im Multiplayer sein muss. Ja, so wie ich das jetzt hier so als Aufzeichnung für YouTube gemacht habe, dass ich das dann halt auch vorab im Stream mache mit euch. Das im Nachgang dann auf YouTube hochlade, warum nicht? Das könnte man auch so machen. Mal gucken, was die nächste Woche bringt. Wir haben ja Urlaub in der kommenden Woche. Noch sind es noch nicht. Warte mal. Bin ich völlig aus der Koordination raus? Jetzt. Die Richtung. Ja. Du schaffst das. So. Bestimmt vom Kran ins Dachgeschoss laufen und dann da das Zusammenzimmer bestimmt. So. So. Na komm, gehen wir gleich in die hintere Ecke rein. Letztes Paket. Ja, guck an, ey.
guckt man schon ein bisschen wehmütig zurück, hä? Ich sag, was wir hier geleistet haben. So. So. Es backt vor sich hin. So, okay. Nachbesprechung. Baustelle räumen. Dann räumen wir jetzt mal die Baustelle. So. Den Kranplatz. Warte. Achso. Und das. Lange gedrückt, ne? Aber ich dran stehe, bitte mal. Ach man. So. Ist es wahr? Er will mir den Kran nicht. Kann ich den andersweitig abbauen? So. Gehen wir das über die Firma. Fuhrpark. So. Zurückgeben. Ja. Machen wir das halt so. Und ich räume mich auch noch aus der. So. Dann sprech mal mit dem Investor. So, du hast jetzt hier. Ich hab dir deine Bude hingesetzt. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Dieses Hotel ist ein erster Schritt, zahlungskräftige Gäste anzulocken. Mit Blick über die Stadt, in bester Lage und sogar noch über dem Villenviertel gelegen, dem teuersten Teil der Stadt. Ein erhebendes Gefühl. Für den Moment bin ich zufrieden. Aber lehne dich besser nicht zu sehr zurück. Ich habe noch große Pläne. Ja, sehr nice, muss ich sagen. So, Baustelle geräumt. Perfekt, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, es war ein sehr schönes Projekt. Auch wenn jetzt die letzte Folge recht kurz war. Ja, nichtsdestotrotz denke ich, wir hatten doch eine Menge Spaß mit dem Aufbau. Ja, und dann bleibt mir nur übrig, mich hiermit erstmal zu verabschieden. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Lasst gerne ein Abo da, ein Fingerchen nach oben sozusagen. Mal einen kleinen Text im Kommentar, würde ich mich drüber freuen. Und bis dahin wünsche ich euch was. Haut rein, bis bald, bye bye.